Was ist? Um 8.50 Uhr sind wir mit Laben auf dem Mühle. 9.05 Uhr in Winterbach. Ja. Wir haben uns schon seit über eine Stunde durchgezogen schon. Also, Frankenfels ist gar nicht, Frankenfels haben es gar nicht so weit noch gemacht jetzt. Nein, du musst ja aber nichts sagen, die geht auch nicht. Ja, das rennt alles zusammen. Am Ende landet man im selben Ausgangspunkt. Ja, bei uns sind ja viele Leute, die sind ja viel ausgekauft, die sind am Kennzeichen und von der Mur. Ja. Und mache jetzt hier Busverbindungen nach Bruck an der Mur. Ja, dass die alle nach St. Igitt fahren. Von der Mur. Ja. Von so weit unten. Ja, weiß ich nicht, wo die arbeiten. Nein, die sind Leute, also die arbeiten. Wieder da oben wegen Boding. Jetzt haben wir gleich schon im Boding. Ja. Die gesamte Strecke. Durchgängige Fahrt. Wie schnell die Zeit vergeht, gleich schon wieder Boding. Am Berg schon wieder Laubenbachmühle. Schwupp, Boding auch schon vorbei. Wie bitte? Ja, bald. Sobald wir den Gleisbereich von Laubenbachmühle verlassen. Und Laubenbachmühle gehört ja auch Gemeinde Frankenfels. So, willkommen in Laubenbachmühle. Ja.
So, ich war vorhin schon mal essen. Heute fahren wir durchgehend. Schau, das ist auch alles alt, oder auch nichts? Ja. Alt und neu nebeneinander. So was war mir zu unhandlich. Und übrigens, der alte Lokschuppen wird immer noch genutzt. Von den Bauerloks. Was ist? Irgendwann. Halt, da nicht mehr Platz, gell? Da ist nicht Platz. Schau. So, bei dem Jungen machen wir nicht Platz. Ja. Sicher? Ja. Gut. So, das ist so. Du bist der Auswärtige. Was war's, Auswärtige? Du tust ja. Ja. Du wolltest ja. Ich filme die ganze Zeit fast, außer mit kurzen Unterbrechungen. Wie geht's? Da krieg ich ja nichts zum Fotografieren mehr, ne? Weil da ist mir weg an nichts. Ach so? Hohenbergpfeiler und Sankt Gideon, jetzt die Rohre für ISO bloß. Nein, das mit der Gasheile wird nur mit LKW. Ja. Er geht sich nicht aus. Was auf Schiene ist. Ja, sicher. Ich Sonderthema. Unterbuchberg. Da ist Unterbuchberg, Mama. Die Auflassung ist heute von Unterbuchberg. Die Kollektion ist für die Saison irgendwo mit. Ja, aber jetzt schauen wir den Platz, schauen wir es mal an. Das ist das Einzige, was wirklich um Disqualifikation geht. Was ist ein Vorbild? Dann geht das. Hallo, grüß. Bitte sehr! Zweimal? Bis nach Lambert-Mühlenmarathon, hier unter der Tür. Passt? Alles klar?
Messe haben wir noch Zeit? Wie bitte? Kommen die Proben schon? Kommen schon die Proben? Dauert noch ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann es nicht einschätzen. Aha. Ich kann es nicht einschätzen. Nein, nein, so wie geht das schon aus. Ich kann nicht 50 Euro kosten hin und zurück. Da komme ich nach Spanien mit dem Flieger hin und zurück schon erst. 38,20 bitte schön. Danke sehr. Na bitte. Auf jeden Fall haben wir schon deutlich einen Hechen gewonnen, auf jeden Fall. Wir haben schon alles. Wir haben schon alles. Gib Ruhe. Danke, ja, ich gebe Ruhe. Da gebe ich gerne Ruhe. Meier, das ist zu schnell, zu lang, zu schnell gegangen, zum das Schild lesen. Danke schön. Angenehme Fahrt, gell? Danke, danke. Bitte, gerne. Ah ja, Oberbuchberg. Ist sicher. Ja. Ja, da herum ist das zweite Gleis. Oberbuchberg ist nur ein Betrieb. Du kannst nicht gerne putzen, schau hin. Du kannst nicht putzen. Dann nächstes Mal putzen wir es, bevor wir einsteigen.
Man muss zuerst sitzen, dann kann man draußen mal rumlaufen. Wir sind gerade eben durch Oberbuchberg durchgefahren, Betriebsausweiche Oberbuchberg. Jetzt gehen wir unter Buchberg. Das war vorher schon. Aha. War zwischen Labenbachmühle. War kurz nach Labenbachmühle. Zwischen Labenbachmühle und Oberbuchberg. Das war der Hitler, hat man noch einen Käse noch da geschaut aus der Verriegelte in Unterbuchberg. Da ist sie jetzt. Eine kleine Aber wenn die für den Baum nicht warten, war die Aussicht jetzt auch beeindruckend. Na, schneid das weg. Ja. Jetzt hat man kurz runtergesehen. Jetzt um die Jahreszeit wächst alles ziemlich, die Baum. Im Winter sieht man wahrscheinlich besser aus als wie jetzt im Sommer. Ja, da fahren wir im Winter mal. Die Runde ist nicht verwertbar fotografisch, aber gut. Wir nehmen ihn. Jetzt da unten, Labenbachmühle. Ja, dann zusammen. Es ist arg, dass sowas möglich ist, dass man dann, wenn man so weit oben auf einmal ist. Oh, jetzt sind wir wirklich in die Berge oben. Da war gerade schon wieder ein Bitzdorfe vor Winterbach. Da war gerade eben vor da. Gerade eben war schon der Bitzdorfe schon vor Wind. Ja, Winterbach. Mama, wir sind schon in Winterbach schon. Mama, willst du da stehen? Na also,
Die über Weg geworden, gell? Ach! Falsch Seiten gewesen! Wenn man so weit wo bis jetzt mag gern. Beeindruckende Aussicht aus der Hechen oben. Da habe ich gerade reflexartig aufgestanden. Ich habe da immer ganz beeindruckende Aussichten verpasst. Weil ich auf der falschen Seite bin. Das ist ganz flüssig. Ah, die Bahn versperren jetzt dafür. So lange habe ich mir schon vorgenommen. Alles arg, Bahn so hoch rum jetzt. In 3 Minuten sind wir im Buchenstuben. Schau, in Dofia. Ach, wie nett. Und dann Gösingen an Annaberg. Und von Annaberg geht es wiederum dann die Busverbindung nach Dürnetz am Setten. Ja. Du, Viadukt. In einer Dreiviertelstunde sind wir in Maritze. Und Mama, ich glaube, da kommt gleich wieder eine beeindruckende Aussicht. Praktisch mal mit Aschau rüber. Schau jetzt da, Mama, atemberaubend, unglaublich, aber leider nur kurz. Das ist zu kurz, das ist nur so ein kurzer Moment. Ich filme schon seit einer halben Stunde schon. Und der Opa, was der für ein Foto erwartet hat und mitgeschleppt hat, wie riesig er war. Wir haben noch alles auf der Leinwand angeschaut. Jetzt halt einmal kompaktes Handy. Und die ganzen Fotos, was oben liegen und die, was du im Projektor eingesteckt hast. Und Mama, jetzt war da, waren die Bäume nicht so. Ja, wir haben die Wanderung nicht gemacht, also.
die Naturfreunde irgendwo wieder in so einem komischen Stempel, dass man sich. Ah, und da haben wir in der Unfall passiert mit so viel Schwafel, Feuerwehr und Retter und sind wir aufgekommen. Ja. Da muss ich entweder nach Marietze oder nach Labenbachmühle irgendwie kommen. Was ist? Gut, dass beide so und so. Ja. Ja. Wir müssen sie entweder so oder nicht gut, wir müssen doch so nicht. Was ist? Ja klar. Also die Fahrgaststatistik wird sicher sehr gut ausschauen. Von mir die nächsten Vorfahren. Das ist was kompliziert. Ja. Flache Bahnsteige auch in Buchenstuben. Schau. Auch flach. Ja. Und keine Glaskurve. Und da ist die Bundesstraße, die Hauptstraße. Fahr durch. In 10 Minuten. Und schauen wir, wie weit das da oben geht. Machen wir jetzt schau, Blick auf die Schlucht so oben und schau, wie der Zug jetzt für Kurven da fährt. Das ist arg, ist klar, das ist arg. Beeindruckend. Ja, auf dem Schmalspur ist leichter gegangen. Ja, 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 jetzt da! Unglaublich, dass es sowas gibt! Also, es ist wirklich. Wie man vom Biller steht, da fahren wir so hoch in die Höhe kommt. Wir haben jetzt zuerst die erste Station noch da laufen, wie wir den da, wie wir bei der Bahn gesessen sind und haben aufgeschaut. Ja. Ja, ja. Ja, das ist arg, dass sowas möglich ist. Und schauen wir, wie es den Zug schaukelt und birgt.
Jetzt sind wir in der Dunkelkammer. Machen wir jetzt da. Mama, wir sind in Gösing. Merkst du, frische Luft? Bergluft?
Alles Geräusch ist wie beim City-Gescheit fast. Schwupp, weiter geht's. Gösing ist ein ziemlich großes Gebäude. Ja, das ist ja das Hotel. Und auch flache Bahnsteige. Gösing liegt da. Wenn du so umschaust, bist du da bei den Füßen. Ja. Ja. Aber leider die Bahn jetzt. Ja, aber trotzdem. Und der Tunnel zuerst war aber auch arg. Ich hab mich beschwert, dass du erst keine Form gehabt hast. Schau jetzt da! Oh mein Gott! Das ist wirklich beeindruckend! Das ist wirklich beeindruckend! Oh je Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Panorama, das ist wirklich unglaublich! So hoch oben! Vom Billachtal so hoch rauf in die Berge! Das ist wirklich beeindruckend. Ja. Also Meisterleistung, die Konstrukteure ja. Damals. Das ist wirklich erstaunlich. Bei dir ist es so, du kannst jederzeit helfen, weil du nur das bisschen zahlst mit dem. Ja, ich habe jederzeit Zugang, ich kann es mir jederzeit leisten. Ja. Das ist wirklich erstaunlich. Da verbinden, wenn du denkst, für Maria Zöll ist ja der Bergwerk gewesen, ist ja, haben sie ja auf die Schienen und ist transportiert, haben sie ja in der Laufwoche gesagt. Ja. Aber für die Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge, von was ist? Viadukt. Schau. Ja, arg. Da gibt es wieder. Und so ein kleines Wegerl irgendwo da unten. Mhm. Und swoosh. Jetzt, also jetzt kommt der Rhein noch, die gute Aussicht da. Ja, achten wir es auf ihn. Da ist irgendwo einer, der schließt. Ja. Die letzten paar Minuten sind gut brauchbares Material. Ja. Mal ganz was anderes. Ja. Und das kann ich auch am Montag auch betreuen sagen. Mhm. Ein bisschen Abwechslung. Ja. Und da unternehmen wir rundherum weiter. Schau jetzt da! Ja. Mama! Ja. Irrsinn! Dass sowas gibt, der Bahnstrecken so hoch oben. Was denkst du, solche Berge und Unkraut? Mhm. Der überall war. Das ist Wahnsinn! Das ist Wahnsinn! So ein Auto aus hat man niemals so einen Blick. Aber die Berge, wo da überall war. Und jetzt einfach keine Wiesen da herum, auf einfach. War schon schön, wenn man auf der Opel mal dann war. Ja. Wo man sogar immer Latern kriegen hat, mir ist es nicht einen normalen Wanderweg, sondern über Latern. Ist deppert. Mit dem Zell, wo er reingeflogen ist, ein Kletterspur. Da ist ein 40er an der Stelle. Da gerade die Blechdörfer wegen 40 km/h. Aber jetzt ist wirklich die Sicht. Ich weiß gar nicht, wo da die Hüschkrecken schlappen, weil ich mir den Überblick verloren.
Und jetzt kommt der kurze Tunnel. Und in einer halben Stunde sind wir in Mariazell. Und da vorne ist schon die, da hoffe ich wegen dem, dass bald der Bahnhof kommt. Die trapezförmige, da blicht auf. Wir sind schon bald in Annaberg. Skifahren vor Annaberg. Ja. Und andererseits hat Annaberg ein paar Busverbindungen mit dem Bus, der was von Dürnitz aus hinausgehend. Oh, schau, gleich schaut modern stabil aus. Mit Umbalken, ein flacher Bahnsteig. Aber das schaut nicht aus. Mama, schau das gleich an. Ja. Das gleich schaut. Ja. Da ist der Bauhof von Annaberg nebenbei. Das Bahnhofsgebäude von Annaberg. Annaberg reit. Und der Ort mitten da so in die Berge so. Die Häuser auf die Berghänge. Ja. Die Strecken zwischen St. Pölten, St. Igitt und auf ist eine normale flache Strecken. Das ist ein Bergstrecken. Wienerbrug. Ja. Ja. Und schau mal, die Bahnstrecke ist da hinten. Es birgt sich da voll Kurven. Ja, aber hier gibt es zwei Stausee und Sternzahl ist ja. Das ist drei, ja, voll. Wie hast du jetzt so gerumpelt? Ja, kann man ja bis der Kiefer irgendwas abgesperrt. Schau, du Mama, schau mal da um, die Bahnstrecke ist da drüben. Es ist total verwirrend. Es ist total komisch. Und da sind moderne Bahnsteige. Und da der Zug nach St. Pölten. Zug nach St. Pölten. Und da ist das Bahnhofsgebäude. Altes Gebäude auf moderner Bahnsteig. Oder vom Bahnhof schon.
Bunchgag 1, Bunchgag 2, da drüben. Aber das mit der Steigung, das ist jetzt total verwirrend. Ja, das ist total, da geht man sich ab, das aus. Was ist? Was denn? Na, hey, die Strecken so. Die Strecken windet sich da total komisch. So ein Gegenzug macht sie am Weg nach St. Pölten. Schwupp. Schau, und da drüben der Bahnsteig mit modernen Glasdings. Schau. Boah, die alte Gebäude und klassische heute, moderne Haltestelle. Die Straße ist da, oder? Also Bahnsteig 2 ist für nach St. Pölten und Bahnsteig 1 für nach Mariazell. Aber das mit der. Und schau mal, das Gleis, das da drüben, es verwirrt. Keine Ahnung, wie das geht, quasi nicht. Das schaut total komisch aus, dass es sowas gibt. Wienerbruck, Josefsberg, ist ein Doppelname. Wienerbruck und Josefsberg. Ja, auf Klasse, Mitterbach und nach Mariazell. In 24 Minuten sind wir in Mariazell. Oder nehmen wir die Bachel. Das ist ja. Auch ohne die Beschäftigung, die Kinder. Aber dann sind manche Bahnen für alte Bahnsteige und manche moderne. Achtung, Mama. Ja, du schon wieder. Welche Basis? Also der Naturpark ist ja da. Schau mal, was jetzt da passiert. Schau mal, oh Gott! Oh Gott! Schau mal die Bahnstrecken! Das zieht ja voll so die Schleifen! Das ist ja total arg! Schau mal, da drüben ist der Bahnhof! Nein, das ist der. Achso! Schau da drüben! Ah ja, da fahren wir voll in Gras! Ist das arg? Dann zieht sich so ab! Ja! Ist das arg? Ja! Genau, parallel zum Bahnhof! Schau, jetzt sind wir bei dem Turm herüber! Ah ja! Scheiß an. Ja. Da ist die Strecke, wo wir vorher gefahren sind. Es geht so. Ja, wir waren jetzt erst der Turm. Auf der anderen Seite, jetzt sind wir gerade vorbeigefahren beim Turm. Oh mein Gott. Schau. Schau jetzt wieder voll hoch da so. Sie wissen das, eine ausgiebige Zechenschlucht. Wenn die Durchsage ist, wer auf Klause, schaut es rechts vom Fenster raus. 4 Minuten circa. Da haben wir einen schönen Ausblick in die Zechenschlucht gekriegt. Jetzt geht es voll durch die Berge wieder. Oh mein Gott. Und da war auf, lass der Bahnübergang. Bahnübergang, was mit dem Betonding sagst du, du hast die Tunnel
durch unverfälschtes Datenmaterial. Die 5 seit 50 Minuten. Ah, das mit Wienerbruck gerade eben war total verwirrend. Und jetzt fahre ich, dass die Schluchten so. Vorher auf einmal waren wir auf der anderen Seite vom Bahnhof. Sehen, ob es gibt so schöne Socken. Ja. Und den Übung lasse ich dann heute noch arbeiten, dass die mal das. Die Birge und Ding, nicht nur immer Wasser. Ich glaube, die Übung, dass ich nicht einfach so eine Bahn strecken, dass sie das, das dann, dass den Shop übernehmen, dass sie da um die Strecken kümmern. Ja. Ja. Es ist atemberaubend, wer sowas als Fahrt bezeichnet, hat nichts im Hirn. Es ist beeindruckend. Ja. Überwältigend, so Aussichten überwältigen mich. Ja. Mhm. 20 Minuten nur mal bis Mariazell. Und die Tunnel sind auch arg. Da mitten durch den Berg. Ja. Ja. Und die Strecken schon einzelne Öffner elektrifiziert. Viadukt. Oh, der Berg, wo man vorher da vorher schon gesehen hat, schau. Oh mein Gott! Das ist wirklich. Ich habe leider nur ein paar Sekunden. Was ist? Hier. Thank you.
Thank you.